Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns Reini in Reinkultur an, wie wir hier schon sehen können. Und zwar wird das die Nachbesprechung von den Cola-Bärchen-Leaks. Wir haben jetzt in 17 Teilen ihre Version gehört, beziehungsweise das, was von ihrer Seite veröffentlicht wurde. Und heute hören wir Reinis Sicht der Dinge auf das Ganze und auf die letzten Monate. Und er ist, wie wir sehen, gerade frisch geduscht. Das Ganze ist noch nicht lange her und wir wollen mal hören. Natürlich werde ich auch wieder begleitet heute vom Bewährungsversager mit L, ganz wichtig. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Mir auch. Freut mich. Ja. Ja, ich könnte jetzt schon wieder... Ja. Wir haben jetzt so viele Cola-Bärchen-Videos gemacht. Und da wurden wir ja zum Großteil verschont mit dem Anblick. Aber wenn ich jetzt so auf meinen Bildschirm hier gucke, weiß ich, es wird lustig. Ja, das stimmt wohl. Kurz was zur Kulisse. Ja, sieht halt aus wie, ja, wie man sich so ein Drachenlordzimmer vorstellt. Okay. Poster krumm und schief an der Wand, direkt hinterm Waschbecken. Ja. Was steht? Ja, komm, wir gucken einfach mal, was hier so rumsteht. Mhm. Das Fenster ist zugehangen. Über den Mikroständer sage ich jetzt nichts. Mhm. Ja, da hängen Flaggen, Spülmittel, ein Schwamm, die Zahncouch, so Soda-Stream-Sirup-Zeugs. Ja. Und dieser vergilbte Mehrfachstecker da, ne? Mhm. Ja. Der sieht auch aus wie von Anno dazumal. Ah, da hinten ist noch die blaue Senseo, die ja mittlerweile in Zobis ihren Platz gefunden hat. Ja, am meisten stört mich tatsächlich dieses Waschbecken im Hintergrund. Ich komme da immer nicht mit klar. Aber überleg mal, diese Senseo ist ja dann schon mindestens 5 Jahre alt. Ja, wahrscheinlich noch dann, älter. Ja, dann läuft die aber von innen. Du glaubst doch nicht, ja, dass der die reinigt. Ich glaube auch nicht, dass die großartig entkalkt wurde mal oder so. Nee, natürlich nicht. Naja, schwierig. Aber es ist praktisch, ein Waschbecken hinter sich zu haben, ja? Ja, wobei er muss ja trotzdem einmal um die Couch herumlaufen, denn er schafft es ja nicht, da drüber zu steigen, oder? Schafft er das zu dem Zeitpunkt noch? Ich glaube nicht. Nee, nein. Ich möchte mir da, glaube ich, gar keine Gedanken drüber machen. Also, wie man so leben kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Vor allem, ja, mir dass auch. Man sich dann so zeigt. Ja, natürlich. Also ich denke, bei vielen Leuten, oder was heißt vielen? Bei einigen Leuten sieht es daheim wahrscheinlich ja nicht annähernd so schlimm aus, aber die leben auch vielleicht ein bisschen im Chaos. Ja. Aber die filmen sich dabei nicht. Ja, aber es gibt auch immer noch einen Unterschied zwischen Chaos und Dreck. Ja, das stimmt. Also unordentlich ist nicht so schlimm. Ganz genau. Also es gibt, da gibt es wirklich einen Unterschied. Wenn es sauber ist, dann ist das immer noch besser zu ertragen. Und ich weiß, es gibt Leute, die räumen nicht so gerne auf oder die lieben ihr Chaos. Oder das ist okay, aber Dreck, und bei ihm ist es nicht sauber. Es ist nicht nur chaotisch, es ist ja beides. Ja, bevor wir das Video jetzt starten, möchte ich noch einen Dank aussprechen. Und zwar an den lieben Oribär, der uns den Link zu diesem Video geschickt hat. Denn aufgrund dessen, dass die Chronik platt ist, war es sehr, sehr schwierig, das zu finden. Wir schauen nämlich bei Dailymotion und selbst als ich dort auf der Plattform gesucht habe, bin ich nicht fündig geworden. Aber wie gesagt, Oribär war so freundlich. Der hat das ja kurz vor uns behandelt, hat uns diesen Link zukommen lassen. Lieben Dank und liebe Grüße. Von mir auch liebe Grüße und ein herzliches Danke, lieber Oribär. So, sollen wir starten? Hast du Lust? Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall Lust. Okay, ganz kurz zum Kontext. Im Teil 16 habt ihr gesehen, wie Reini paniert wurde und jetzt ist er wieder zu Hause, hat geduscht und hat uns eine Menge zu erzählen. Willst du drücken? Ich drück. Ja. Das
So. Und damit ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mal wieder bei einem Vlog-Video. So. Wie fange ich das Video am besten an? Vielleicht ja, erstmal was trinken. Mhm. Und Standard. Mhm. Profi-YouTuber halt. Mhm. Am besten damit, dass ich erstmal den Ventilator ausmache. Na, würdest du ausgehen? So. Damit wir nicht so Rauschen drin haben. Also, ihr seht, ich habe gerade Haare gewaschen. Zum zweiten Mal heute. Und warum trinke ich Wasser anstatt Spezi, Cola oder sonst was? Tja, ich hatte heute gerade eine Überdosis von Spezi. Und ich glaube, oder von Cola. Und für mich heißt das erst einmal anscheinend nur noch Wasser trinken. Jetzt denkt ihr euch, hä? Überdosis Cola? Was? Ja, pass auf. Folgende Story. Bevor er jetzt mit seiner Story anfängt, dieses Wasser, das hat er doch fürs Bärchen gekauft, oder nicht? Mhm, das trinkt er jetzt wütend selber. Das gute Ja-Wasser. Edge, du kriegst nichts davon. Mhm, das war erstmal so richtig demonstrativ in die Kamera gehalten. Ja. Wenn er jetzt noch den Spinat frisst, dann hast du mich hier liegen. Oh Gott. Oder die ganzen anderen Sachen, wo er so eingekauft hat. Die Kartoffeln und die Eier. Mhm. Essig und Öl kippt da hinterher. Ja, zum Runtergurgeln. Okay, gut. Im Mai. Mitte Mai, Anfang Mai ungefähr, ich weiß nicht genau, habe ich ein Inserat auf einer Webseite geschrieben, dass ich ein paar Leute für Videodrehs suche. So, welche Webseite und so weiter spielt damit erstmal keine Rolle. Und was für eine Art von Videos auch nicht. So, wie dem auch sei. Daraufhin haben sich mehrere Leute bei mir gemeldet, mit denen ich zum Teil noch in Kontakt stehe. Zum Teil wegen mir, zum Teil wegen anderen, zum Teil weil es wieder verarsche war. War ja nichts Neues. Ja. Und das Ganze ist jetzt so, dass ich im Mai, ja? Das ist jetzt, was haben wir? Wir haben jetzt August. Ja, Mai ist der 5. Heute ist auch, jetzt haben wir August, das sind also 3 Monate, wenn nicht fast 4 sogar. Ja, wir haben schon Ende August, das könnten fast 4 sein sogar. Wie dem auch sei, also so ungefähr Anfang Mai, glaube ich, rum war das, habe ich Kontakt mit dieser einen Person aufgenommen. Ja, viel hin und her geschrieben und ja, ich wäre ja voll gerne dabei bei dem Dreh und so weiter. Ja, kein Problem mit den Hatern, kriegen wir alles hin. So. Seit Monaten geschrieben. Ein paar Leute haben es ja schon mitgekriegt, so, Freundin. Ja, es gab. Freundin. Mhm. Frage. Sieht so jemand aus, der Liebeskummer hat? Sehr, sehr häufig erwähnt. Mhm. Mhm. Und da ist uns ja auch aufgefallen, wie er Sprachnachrichten macht, während er streamt und wie er welche macht, während er nicht streamt. Da waren ja Welten dazwischen. Ja, das stimmt. Mhm. Nochmal meine Frage. Sieht so jemand aus, der Liebeskummer hat? Nee, absolut nicht. Mhm. Daher hat er sie wahrscheinlich auch. Ja, ich weiß nicht, ob man das verarscht nennen kann. Er hat hier halt so ein bisschen so Gefühle vorgespielt, würde ich jetzt mal sagen. So, um sie halt rumzukriegen. Ja, ja, wie auch immer. Eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Aber ich glaube manchmal auch, dass er sich das einbildet, weil er es gar nicht wirklich kennt. Weißt du, wenn er da Chancen für sich oder sich selbst Chancen ausmalt bei jemandem, wenn das jemand glaubwürdig rüberbringt, dass er dann diese Hoffnung auf endlich darf ich mal mit Verliebtsein verwechselt. Ja, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Das Wie findest du seinen Hals? Welchen Hals? Ich sehe nur 5-fach Kinn. Das ist schon krass, gell? Das wirft einen richtigen Schatten. Der hat wirklich keinen Hals, Mensch. Ja, vor allem, wenn er so da sitzt. Das ist schlimm. Ich habe einen Hals. Mhm, ja, ich auch. Gut. Wieder was wir haben und er nicht. Ja, stimmt. Ja, es gab zwischendurch verschiedene Geschichten, so hin und her und Gedöns und sonst was.
Ja, und das. Was war das gerade für ein Aussetzer? Keine Einfach Ahnung. So 5 Sekunden ins Leere gestarrt. Mhm. Ja, er muss jetzt rendern, was er erzählt, ne? Weil er hatte jetzt keine Vorbereitungszeit. Weil dieses Video muss raus, seiner Ansicht nach. Das muss jetzt sofort kommen, weil er muss schneller sein als die Hater, die dann die, ja, den panierten Reini zeigen wollen. Und die haben sich ja Zeit gelassen. Die haben das ja erst im September gebracht. Und wir haben hier den 23.8. Er hatte also genug Zeit, ein Video zu machen. Aber er muss der Erste sein. Das lässt sein Narzissmus nicht anders zu. Er mich wundert, dass er vorher geduscht hat. Du meinst, dass er nicht demonstriert hat, wie sie ihn zugerichtet haben? Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, hätte er eine Kamera dabei gehabt, bei der Aktion dort, der hätte sich schon im Auto gefilmt. Ja, aber da bin warum ich mir hundertprozentig sicher. Warum nicht mit dem Handy? Ja, was hatte der da für ein Handy? Ja, das weiß ich doch nicht. 2019. Kein Okitel. Ja. Dürfte da das Huawei Honor gewesen sein? Kann das sein? Ja, vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er hat ihr ja irgendwie auch erzählt zwischendurch. Er hat jetzt ein weißes Handy oder so. Ach, ich weiß es wirklich nicht. Oh, okay. Ja, schön. Das sagt mir viel, ein weißes Handy. Ja, so hat er es gesagt. Er hat keine Marke genannt, keinen Namen genannt. Er hat gesagt, er hat ein weißes Handy. Nee, falsch. Er hat gesagt, er hat ein weißes Handy. Oh Gott, du sagst es. Das triggert mich so, wenn er Handy sagt. Ja, oder Mädchen. Ja, genau. Ach. Stell mal vor, wie er Bewährungsversager sagen würde. Also das hat er ja mal gesagt. Das hatte ich auch eine Zeit lang als Intro. Ach so, okay. Und zwar aus dem Video einen Tag nach der Gerichtsverhandlung. Ah, okay. Da sagt er das so, wie sagt das genau? So, ich wurde als Bewährungsversager bezeichnet. Dabei ist das gar nicht wahr. irgendwie sowas sagt er da. Aber viele Worte, die ein beinhalten, spricht er so aus wie Handy. Ja, ich weiß. Ja. Genau wie Menschen. Ja. Das ist aber so schlimm. Dieses Menschen, das kotzt mich auch richtig an. Okay, verstehe. Ja, ist problematisch teilweise. Ich glaube auch. Dass ich mich mit dieser Person für heute, also fürs Wochenende jetzt verabredet habe. So, das ist ein Mädel. Und wir wollten gucken, wie das Ganze läuft. Und dann wollten wir eventuell, nachdem wir uns getroffen haben, das Ganze jetzt erstmal so laufen lassen. Und auch mal Beziehungen vielleicht versuchen und so weiter. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Gut. Ich gehe jetzt im Kopf gerade alles durch, weil es macht das alles Sein Ausdruck hier, wie er das sagt, von wegen Beziehung mal versuchen. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Sagt man das so? Vielleicht bin ich auch im Irrtum. Also ich finde es eher komisch, dass er gerade eben noch gesagt hat, dass es seine Freundin war. Und er ja auch gemeint hat, ja, ihr habt es ja mitbekommen im Stream und so, mit Freundin. Und jetzt sagt er erst, sie wollen es mal versuchen. Also was denn jetzt? Ja, klar, das ist auch ein Widerspruch, aber was ich so meine, sagt man das so? Wir versuchen mal eine Beziehung? Macht man das dann nicht einfach? Ich glaube auch nicht, dass man sowas versucht. Es passiert halt einfach. Ja, ganz genau, es passiert einfach. Und dieses, ja komm, dann versuchen wir es mal zusammen, das hört sich schon nach Scheitern an. Wir reden aber hier von Rainer, der muss halt immer erstmal gucken, wie er es macht. Ja, okay. Aber er zieht ja durch. Ja, auf jeden Fall. Die Erfolglosigkeit, die wird auf jeden Fall durchgezogen. Sieht man ja. Spontan gerade.
Ja, wir haben dann vor etwa 2 Monaten verabredet, dass wir uns im August treffen. Ursprünglich soll das schon im Juni, Juli rum sein. Die Person hat mich dann tierisch lange immer wieder genervt. Mach einen Test auf Hepatitis und Syphilis und auf HIV und so. Und ich so, ja, ich bin aber gesund, was soll ich schon haben, bla bla bla. Merkst du, wie er zittert? Nee, darauf habe ich jetzt nicht geachtet, werde ich jetzt aber machen. Acht mal so auf die rechte Schulter, also von dir aus gesehen links. Mhm. Und wusste auch, dass ich gesund bin, so. Und dann meinte sie so, ja, mach das, sonst treffe ich mich dann mit dir. Und ich dachte, okay, ja, ich habe nichts, ich bin gesund. Ist zwar Geldverschwendung eigentlich, aber gut, lasse ich mich halt mal wieder testen. Also habe ich mich testen lassen. Das werden die Hater wahrscheinlich demnächst übrigens dazu verwenden, der ist noch Jungfrau. Stimmt zwar nicht, aber ja, Gesundheitstest ist ja nicht gerade, der ist noch Jungfrau, nur weil er keine Krankheit hat. Alter, ohne Scheiß. Also wenn das wirklich so passiert, dann sind die Hater echte Lutscher. Gut, das sind sie sowieso. Ja, wie geht's weiter? Jetzt habe ich mich, wie gesagt, mit der Person für heute verabredet. Und die Person wollte ursprünglich angeblich, ja, das ist sowieso das Geilste, ja. Vor einigen Wochen habe ich eine Nachricht bekommen von einer Person, die angeblich auf Mera Luna ja getroffen wurde und so. Die war auch auf Twitter, war das auch ganz groß und so. Und das haben ja auch Leute geschrieben und so, schau mal, die Person, dann hat sie mir das auch geschrieben, weil die Hater ihr angeblich das Ganze auch geschrieben haben, obwohl die Wahrscheinlichkeit dazu, dass sie überhaupt kennen, sowas von unfassbar gering ist, trotz Twitter und trotz Facebook und trotz den ganzen Gedöns. Ich fasse jetzt auch ein paar Sachen so zusammen. Wie dem auch sei, es lief auf jeden Fall darauf hinaus, dass die Person ja angeblich so bekannt ist und sonst was man mitgekriegt hat und sonst was. Und ich habe dann ein bisschen so hin und her überlegt, ja, will ich mich jetzt verarschen oder nicht? Das ist schon seit Mera Luna überlege ich das schon hin und her. Ja, ne, eigentlich finde ich, das ist schon wieder Verarsche. Aber da ich ja ein Mensch bin, ne, die Hoffnung stirbt zuletzt, so in dem Sinn. Also in der Hinsicht ist es halt schon sehr, sehr traurig, gell? Wenn du eigentlich davon ausgehst, dass du verarscht wirst, aber dann denkst, es besteht ja so eine ganz, ganz geringe Chance, dass es keine Verarsche ist, ja, dann mache ich da einfach mal mit, über Wochen hinweg. Mhm. Ja, ja, er hatte auch, das ist das ja auch, er hat ja auch schon gesagt, ne, ja, manchmal denkt er sich, vielleicht besteht eine kleine Chance, ja, und wenn nicht, ich habe dann trotzdem während des Schreibens meinen Spaß. Ja. Und er hat ja auch ein paar Bilder bekommen. Ja, gut. Aber dass sie, wer weiß, wie bekannt ist oder so, das hat sie doch gar nicht gesagt. Sie hat doch nur gesagt, dass sie geleakt worden ist, oder? Hat er da was falsch verstanden oder gibt er das hier gerade mit Absicht falsch wieder? Also ich denke eher, dass er es mit Absicht falsch wiedergibt. Mhm. Weil die wäre ja nicht, die ist ja nicht krass bekannt. Nee, nee. Also mir wäre es auch nicht bekannt, dass die geleakt wurde oder so. Nein, nein, das hatte sie ja behauptet, ne? Dass man sie fotografiert hätte und so weiter. Ja, ja, aber er stellt das ja jetzt so hin, als hätte die gesamte Haterschaft sie gekannt, wie ihn jetzt, wie so einen bunten Hund. Mhm. Ja, nee, das macht gar keinen Sinn, so wie er es erklärt. Sinne? Mhm. Habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ne, magst das halt, so. Achtung, ich will nicht darauf hinaus, dass ich es durchschaut habe. Nur mal so am Rande schon. Ich habe Zweifel gehabt, die habe ich bei solchen Situationen immer. Ja. Nee. Ja, er will nicht darauf hinaus, dass er es durchschaut hat. Ja, aber, sonst wäre er ja nicht dahin gefahren. Genau, und er hätte nicht einen Tag vorher ein Video gemacht, wo sie rauslaufen soll, damit sie nicht gefunden werden. Er wäre nicht einkaufen gegangen und all diese Dinge. Denn, und er hätte sich nicht rasiert. Guck mal, wie er aussieht. Ja, dazu kommt er aber gleich noch. Wart mal ab. Wart mal ab. Behalt das mal im Hinterkopf. Ja, also ich glaube schon, dass er daran geglaubt hat. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Die Geschichte hatte zwar so ein paar kleine Tücken, die sie ihm da aufgetischt hat. Ab und zu hat sie sich mal leicht verraten, aber im Großen und Ganzen war das Ganze gut ausgeheckt. Vieles war stimmig und du musstest genau hinhören, damit du dir so ein paar Sachen
Ja, oder dass dir ein paar Sachen aufgefallen sind, die nicht so stimmig waren, aber für seinen Klotzkopf hat es gereicht. Wollte ich gerade sagen, also ihm ist es nicht aufgefallen, also kein Problem. Richtig, und spätestens, das hast du ja auch damals vor einigen Tagen in diesem Leak gesagt, als er dieses Foto bekommen hat, als Dankeschön dafür, dass er den Test gezeigt hat. Na, da hast du ja gesagt, oh, jetzt, ne? Du hast es damals als verliebt bezeichnet. Ja, also, aber da gingen bei ihm die Glocken richtig an, und zwar nicht die Alarmglocken. Ja, auf jeden Fall. Auch davor gab es ja schon so Anzeichen wie dieses, ja, das Kennzeichen von meinem Auto, das läuft auf mich, aber wir teilen uns das zu viert, das gehört irgendwie doch der Firma. Also das ist alles schon ganz komisch gewesen. Und er hat den ganzen Mist geglaubt. Ja, ich fand auch manche Aussagen über ihren Job ein bisschen wild. Und die Meinung habe ich nicht alleine. Der Mädel Kasper hat da ja auch mal was zugesagt, also uns dazu gesagt, wenn du dich erinnerst. Der hat das auch so gesehen, dass es da ein paar Unstimmigkeiten gab. Und ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, der Beitrag hier fürs Game und die Zeit, die sie da investiert hat. Und wir wissen, er ist ja unglaublich lästig, ne? Du hast den ja ständig am Wickel, ständig will er telefonieren, will reden, und diese Gespräche sind halt so inhaltslos, die sind halt so nervig. Und Und es geht immer nur um ihn. ja, oder es geht um ganz komische Themen, wenn du dich an gestern erinnerst. Für die Zuschauer kurz, ihr habt das. Ja doch, wenn ihr das hier seht, ist das veröffentlicht. Es gab ja noch diesen Bonusteil, den haben wir auch besprochen, diesen 17. Der war ja auch so ein ganz komisches Gespräch, ne, wo er auch wieder so unangenehm war, rechthaberisch und belehrt hat er sie wollen. Nein, er hat sie belehren wollen, so rum. Und ja, eklig Ja, da hat einfach. sie, ja, da hat sie ihn aber auch wirklich sehr, sehr, sehr offensichtlich versucht zu triggern. Ja, ich Aber weiß. das wird den Zuschauern definitiv auffallen. Ja, natürlich. Und das ist ja selbst ihm aufgefallen. Ja. Dieses Gespräch fand ich jetzt auch nicht so angenehm zu besprechen, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, das haben wir ja schon bereits hinter uns. Ja, das ist aber nach so Sachen wie Erdbeerchen, das ist auch nicht mehr sonderlich verwunderlich. Gut, und ich bin auch schon in ein paar Sachen ganz knapp vorbeigeschlittert. Dieses Mal habe ich mir gedacht, YOLO, was soll's? Ich habe mich mit der Person verabredet. Ich hatte sie gefragt, wie magst du mich dazu? So, ne? Soll ich mich rasieren? Soll ich mich nicht rasieren und so weiter? Sie meinte dann, ich soll mich rasieren. Jetzt bin ich rasiert. Aber wenn das Video rauskommen wird von den Hatern, weil die haben ein Video aufgenommen, werdet ihr dann sehen. Darauf geht es nämlich hinaus. Da bin ich unrasiert. Eines der Zeichen dafür, das habe ich absichtlich gemacht, für den Fall, dass es wirklich Verarsche ist, wenn ich mich absichtlich nicht rasiert, damit es hinterher sagen kann, ja, das habe ich mir schon gedacht, das sind so Zweifel gewesen. So. Ich wollte auch Was gerade. für ein teuflischer Plan. Also, Genau wie mit dem das ist Wasser, ja. dass er das alleine trinkt. Ja, Also, das ist schlagfertig bis zum geht nicht mehr, ey. Oh Gott. Und jetzt zeigt er sich in Gänze, nein, nicht in Gänze rasiert, ne? Den Schnörres hat er ja stehen lassen, das hatte sie ihm ja so gesagt, weil er damit einfach auch super affig aussieht. Das Aber ist auch der einzige Unterschied, den es noch hier zwischen ihm und Rita gibt. und ich finde es gerade so lustig, dass er sich dann zum Trotz doch rasiert hat. Will er jetzt, dass, wenn sie dieses Video sieht, dass sie sieht, was ihr entgangen ist? Was für ein toller Mann hier entgangen ist, oder was? So ein halb rasiertes Riesenbaby mit einer Ja-Wasserflasche. Also der Traum aller Frauen. Wirklich. Du kennst dich aus. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich bin also dann heute früh noch ein bisschen rumwuscheln gewesen, habe hier noch ein bisschen Zauber gemacht, da noch ein bisschen was gemacht, da noch ein bisschen was gemacht, noch ein bisschen was eingekauft. Und da meinte sie so halt, ja, treffen wir uns und da laufen wir jetzt im Zug, die war dann schon im Zug gesessen, die hat von Köln bis hierher
also ich weiß nicht, ob die wirklich aus Köln kommt, ich persönlich glaube nicht dran, da war ein Förderkennzeichen, oder war ein Autoschein mit einem Förderkennzeichen, also ich gehe davon aus, dass der da ist. Er hat bestimmt auch die Kondome zurückgebracht. Damit er ein bisschen Geld, ja, damit er ein bisschen Geld wieder bekommt und hat sich dafür irgendwie, was weiß ich, irgendwelches Fleisch oder so geholt. Ach so, ich oder irgendwelche Süßigkeiten. Ich dachte, irgendein Magazin, um eine neue Annonce aufzugeben. Ja, das könnte auch sein, ne? Oder ich hätte es auch gefeiert, wenn er die alle aufgepustet hätte und dahin gehangen hätte. Nee, das wäre Verschwendung. Ja, stimmt. Ich wieder. Ich Überleg geh mal mal, hin. Ja. das Mädchen durfte dort nicht baden, weil es zu viel Wasser verbraucht. Ja, richtig. So. Und das ist dann auch so gewesen, dass ich die wie heißt's? Ach, warte mal, kurz Gedanken sammeln. Das ist dann auch so gewesen, dass ich davon ausgegangen bin, dass die mich halt verarschen will und so. Weil die hat nämlich von Köln bis zu mir 8 Stunden gebraucht. Die ist angeblich früh um 8 oder 9 Uhr losgefahren und hat und ist dann irgendwann um, was war jetzt, 18 Uhr, 18.05 Uhr wollte sie angeblich in Skirchen am Bahnhof sein. Also ich bin blöd, ja. Ich bin echt nicht der Schlauste, aber so dumm bin nicht mal ich. Weil du stehst doch nicht 8 Stunden im Stau oder 4 Stunden im Stau. Weil von mir nach Köln sind es etwa 4 Stunden. Plus, minus. Kommt darauf an, wo man hin will natürlich. Also 8 Stunden im Stau stehen. 4 Stunden. Alles klar. Bestimmt. Ja, aber er hat's doch geglaubt. Ja, natürlich. Er hat sie doch alle halbe Stunde angeschrieben und gefragt, wo ist es jetzt? Und er hat doch selber gesehen, dass es auf Google Maps oder so, dass da 5 Baustellen noch vor ihr sind und was nicht alles. Und ja, mehrere Staus, mehrere Stunden Stau gibt es tatsächlich. Aber ich weiß jetzt nicht, war die in die vielleicht wirklich mit diesem 4. Auto da? Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das kann aber auch sein, dass er sich das wieder aus den Finger gesaugt hat. Richtig, weil ob die jetzt wirklich aus Köln kam, das weiß ja keiner. Nö, das ist ja auch ich egal. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, und ist, nee, ich meine, der ganze Gedanke, der macht ja hier, glaube ich, gar keinen Sinn. So, er sagt 8 Stunden von Köln zu ihm, wer soll das glauben? Aber anscheinend hat er es ja geglaubt. Also, ja. Das, ich verstehe den Gedankengang jetzt hier überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. So, das war schon der zweite Hinweis dann heute noch. Es gab auch noch andere, aber ich fasse jetzt mal nur die großen Sachen zusammen. Und ich dachte mir dann schon den ganzen Tag so, ja, das wird sowieso nichts, wird sowieso nichts. Aber weil ich eben ein Mensch bin, ne, wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich halt weiter ein bisschen aufgeräumt, hier ein bisschen was gemacht, da ein bisschen was gemacht, blablabla. Meine Wäsche gewaschen, das kann ich euch dann auch noch gleich zeigen, drüben hängt lauter Wäsche. Wäsche, also Bettwäsche, meine ich. Warum will der uns jetzt seine Wäsche zeigen? Und warum räumt er nur auf, wenn er Besuch kriegt? Und warum? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Die Wäsche ist jetzt erst gewaschen worden, oder was? Mhm. Oder hängt die da immer noch zum Trocknen? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie Bettwäsche, soll die ihm jetzt auch noch das Bett frisch beziehen, damit er sich da drin suhlen kann, oder was? Also, ich verstehe es nicht. Nee, ich auch nicht. Also, oder hat er die gewaschen und dann da aufgehängt, um ihr zu zeigen, guck mal, die ist wirklich sauber, du kannst dich da wirklich hinlegen. Oder, ja, aber die muss ja dann auch erstmal trocknen. Und soll die dann, oder soll die dann abends in nasse Bettwäsche? Nee. Ich weiß nicht, ob Rainer einen Trockner hatte. Keine Ahnung. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, Sommer. Nee. Ja, es ist aber auch Sommer. Vielleicht dann trocknet die ja noch verhältnismäßig schnell. Ja, aber nicht im Zimmer. Nee, aber vielleicht war er ja so schlau und hat die draußen aufgehangen. Man weiß es nicht. Und lauter so Geschichten halt. Eigentlich so das Zeug gerade aufgemacht, gerade sauber gemacht und was weiß ich. Auch sogar ein paar Sachen zum Essen gekauft und so. Ich habe jetzt so nichts gekauft, wo ich jetzt keinen Bock drauf habe. Also ich kann mit dem Zeug auch sowas anfangen. Vielleicht mache ich daraus sogar ein Kochvideo. Mal gucken. wie dem auch sei, jedenfalls, wollte ich sowieso machen. Jedenfalls, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich laber schon wieder viel zu lang. Es wird vermutlich heute oder morgen ein Video auftauchen,
von den Hatern, wo Folgendes passiert ist. Sie ruft mich an und sagt, sie sei in Puschendorf ausgestiegen, weil angeblich so Hater, wartet mal, sie hat mir das über WhatsApp noch geschrieben, ich habe das noch offen hier. Sie hat mir geschrieben um 17.54 Uhr, das war bevor ich losgefahren bin, das habe ich aber nochmal rechtzeitig gesehen, schreibt sie mir so, die schauen so komisch rüber, weil sie gemeint hat, dass da schon welche an ihr vorbei auf uns geschrieben. Ich glaube, hier sind Hater im Zug. Dachte ich mir schon, das ist schon wieder Verarsche, weil warum sollten Hater sie bemerken oder warum sollte sie das groß bemerken? Naja, weil sie ja geleakt wurde. Ja, genau. Die Geschichte. Und da, ja, da ist ja ein Mädchen mit roten Haaren. Und ja, das fällt dann vielleicht auf, wenn sich da so eine rumtreibt. Mhm. Also, naja. Hab so ein paar Sprüche gehört, schreibt sie hier. Da habe ich geschrieben, kann sein, ein Grund mehr, sich da hinten zu treffen, wenn wir einen anderen Treffpunkt ausgemacht haben. Pass auf, dass dir keiner folgt. Fährt er schon, also der Zug fährt er schon. Hat sie geschrieben, ja, habe ich geschrieben, okay, bin gleich da. Dann schreibt sie, das war um 16.46 Uhr dann. Dann schreibt sie um 17.46 Uhr war das. Dann schreibt sie um 17.54 Uhr, da war ich dann aber schon gerade auf dem Sprung, die schauen so komisch rüber. Und darunter hat sie dann noch geschrieben, sind jetzt schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Oder was, an mir vorbei, hab Angst. So, und so ein der Schrei, so ein der Schrei-Emoji, kennt ihr ja bestimmt. Und ich. Kennst du ihn auch? Mhm. Den der Schrei-Emoji? Mhm. Den kenne ich auch. Schicke ich dir gleich. Okay. Ich bin dann halt am. Ich bin dann halt da schon am Denken gewesen, ja, Schwachsinn, ne? Aber okay, wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Also bin ich auf ins Kirchen gefahren zum Treffen, wo wir uns verabredet hatten. Und ruft sie dann so an und dann meint sie so: Ja, ich bin in Puschendorf ausgestiegen. Fliege. Ich bin in Puschendorf ausgestiegen, weil ich jetzt Angst hatte wegen denen und so. Kannst du da bitte hinkommen? Warte, was ist denn noch? Ich hätte es aufnehmen sollen. Ich habe da voll Angst jetzt und so. Und kannst du da bitte hinkommen? Ich habe schon geschaut, der nächste Zug fährt in einer Stunde. Das stimmt übrigens nicht, der fährt alle halbe Stunde. Es ist mir nämlich nochmal so durch den Kopf gegangen, weil der Zug fährt nämlich alle halbe Stunde. Es fährt alle halbe Stunde die Regionalbahn, die bloß an bestimmten Punkten hält. Und dann gibt es dann alle halbe Stunde noch einmal der Zug, das ist der Bummelzug. Der hält an jeder Station nochmal. So. Und ja, es ist halt einfach mal wieder kompletter Schwachsinn. Aber ich habe mir gedacht, okay, ne, fährst du halt dann hin. Also gemeint hat, ja, holst du mir einen Puschler vor. Dann bin ich da hingefahren und habe mich dann da mit ihr getroffen, wo ich mich treffen wollte. Und da meinte sie so, ja, kommst du bitte auf die andere Seite rüber. Ich finde die Brücke nicht. In dem Moment hätte ich schalten müssen und hätte sagen müssen, okay, ich verpiss mich, ne. Aber ich habe mir gedacht, warum soll ich vor den Idioten weglaufen? Also bin ich dann über die Brücke gegangen und wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so, ja, wo bist du, bla bla bla. Und dann kommt es so um die Ecke und da ist lauter so Gebüsch und Gestrüpp und Gezeug und Gedöns und Gegrüße und alles. Und dann kommt es so um die Ecke und sagt so, ja, kommst du so rum. So. Und während sie dann so läuft, fangen hinter ihr zwei an zu rennen. Und ich habe mir jetzt gedacht, erstens mal, die sieht schon mal gar nicht so aus, wie ich gedacht habe, dass sie ist. Und danach kommt auch noch die Tatsache, dass dann zwei Typen vermummt mit einem Eimer hinterher gerannt sind. Die sind aber so gerannt, dass sie hinter ihr bleiben. So. Und ich habe mir gedacht, die sind nicht hinter ihr her, die sind hinter mir her. Ich hatte jetzt zwei Optionen. Wegrennen. Nein, das ist keine Option für dich. Nee, das schafft er nicht. Das ist wohl wahr. Ja. Weil feige wie Sau ist nicht mein Fall. Oder stehen bleiben. Und was habe ich gemacht? Ich bin stehen geblieben. Und ich habe mich dann so hingestellt, habe keinen Ton gesagt, habe nichts gemacht. Sie ist an mir vorbeigerannt. Ich habe es dann gar nicht beachtet mehr. Und die schütten dann einen Eimer mit
keine Ahnung, Cola oder Spezi und einen Eimer mit, ich denke mal, das war Backpulver oder sollte Backpulver sein, auf mich drauf. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ich persönlich finde, das ist eine total lachhafte Aktion gewesen. Das hätte man erstens mal besser organisieren können mit anderen Aktionen. Und die Provokationen gehen weiter. Ja, also wie gesagt, so verhält sich kein Opfer. Das ist ganz klar. Und es war eine Riesensauerei. Darüber hat er sich ja hinterher noch beschwert. Denk an das T-Shirt, das er immer wieder benennt mit den Flecken, die deswegen nicht mehr rausgehen. Mhm. Nee, mir geht es hier eher um das, dass es wird irgendwas gemacht von den Hatern. Rainer beschwert sich dann, dass das nicht schlimm genug war. Ja, das ja. ist wie bei seiner Aktion oder bei der Aktion mit dem Stromkasten. Da sagen, sagt er, ja, die sind über meins, die haben mein Internetkabel abgezwickt. Die sind ja so dumm. Einen Tag später. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, der ganze Kasten ist weg. Ja, ganz genau. Genau wie bei, als er mit Eiern beworfen wurde oder sein Haus mit Eiern beworfen wurde, dann sagt er ja, er hätte ja verfaulte Eier genommen. Ja, ja. Also, das ist richtig, richtig dumm. Ja, einfach. Und genau das ist es. Die Dummheit spricht da aus ihm. Natürlich könnte man das auch als Provokation werten, aber im Grunde genommen ist es Dummheit. Er versucht dann, sich noch über die Dinge zu stellen und zu sagen, ich hätte das besser gemacht. Er hat auch noch so eine schöne GoPro auf dem Kopf gehabt, auf ihrer Mütze. Das nächste ist dann auch zum Beispiel, die sind noch nicht einmal Manns genug gewesen, ihre Gesichter zu zeigen. Nicht einmal das haben sie hingekriegt. Und ganz ehrlich, ich bin ein Bauer gewesen als Kind. So, ich bin auf dem Bauernhof und in einem Bauerndorf aufgewachsen. Nein. Ich habe also in meinem Leben schon Schlimmeres im Gesicht gehabt als Cola und Backpulver. Also ganz ehrlich, finde ich persönlich eine total kindische Aktion. Ich bin jetzt mittlerweile 30. Ja, ich finde so eine Aktion total kindisch, lächerlich. Ich habe keinen Ton gesagt, ich habe keinen Ton gemacht. Sie ist dann über die Brücke abgehauen und dann hinten so ein Bergweg rauf. Und die anderen sind dann erstmal über den Parkplatz zurückgerannt und dann über den. Und während ich dann langsam ich habe mich dann umgedreht und bin langsam über die. Ich habe dann ihr auch nachgeschaut, wie sie abhaut und habe dann die beobachtet, wie die über die Gleise rennen und abhauen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine total kindische Aktion von ein paar kleinen Kindern. Über die Gleise rennen, also das geht gar nicht. Das macht man nicht. Das sagst du, ist klar, halt doch die Klappe. Deswegen sage ich es dir. Halt die Klappe. Okay. reicht's nicht, dass mich die Schaffnerin da schon angemotzt hat? Jetzt kommst auch noch du. Ja, jetzt komm auch noch ich, ja. Zum krönenden Abschluss. hat er nicht eben gesagt, er hätte die mit dem Auto gesehen und hätte deren Kennzeichen gesehen? Jetzt erzählt er, hat die über die Gleise abhauen sehen. Ja, genau. Dieses vierte Kennzeichen hat er doch gemeint. Beißt sich, finde ich. Und vor allem dort, Fürth ist doch von dort nicht weit weg, oder? Dort in der Nähe gibt es Fürth, ja, aber das gibt es auch noch woanders. Deswegen musste ich gerade ein bisschen überlegen. Ja, ja. Mhm. Ja, also dann ist es doch relativ, also nicht unwahrscheinlich, dass dort ein Auto mit Fürther Kennzeichen rumsteht am Bahnhof. Ja, natürlich nicht. Das ist da ja in der Nähe bei ihm. Ja, ja, er hat das ja auch schon mal erwähnt. Ja, deswegen, also keine Ahnung. Die nicht einmal und Manns genug sind, Eier genug und Manns genug sind oder haben, um ihre Gesichter bei so einer Aktion zu zeigen. Finde ich persönlich total kindisch und lachhaft. Und ihr könnt euch gerne mal das Video anschauen, es kommt mit Sicherheit irgendwo hoch, also hochgeladen. Und sobald es hochgeladen ist, werde ich das auf meinem Kanal auch mal, dann werde ich mir das mal klauen, ja, wenn ich es hochladen und werde es auf meinem Kanal hochladen, weil schließlich bin ich die Person, die in dem Video zu sehen ist. Kann ich also genauso gut für meinen Videokanal verwenden und kann da das Ganze schön
untermalen und dann mal zeigen, was für eine kindische Aktion das Ganze ist und was für ein Mensch ich bin, dann ich bin Manns genug, da stehen zu bleiben und nicht wegzurennen. Ich habe, wie ich gesehen habe, dass die da hergerannt kommen, habe ich kurz auf die Brücke geschaut, habe gedacht, ich renne weg. Habe ich dann aber nicht gemacht, habe mich umgedreht, habe mich so hingestellt, wie ein echter Mann, der ich bin, und habe mich ihnen gestellt. Wie ein echter Mann, ja. Und nein, er hat sich nicht umgedreht und die Brücke angeguckt. Mm-mm. Das hat man in dem Video gesehen. Es war nicht so. Ja. Also auch hier muss er wieder lügen. Ja, das stimmt. Er spricht hier von einer kindischen Aktion. Wie hast du das gefunden? Also ich rede jetzt wirklich nur von dem, jetzt, was im Finale passiert ist. Also von dem, was ihm gerade widerfahren ist mit Cola und Mehl. Auch wenn er es für Backpulver gehalten hat. Ja, also keine Ahnung. Es ist, auf der einen Seite ist es kindisch, natürlich, ja. Aber kindisch grenzt ja nicht aus, dass irgendwie was lustig ist. Und ich würde aber nicht sagen, dass es was Schlimmes ist. Also er wurde ja nicht irgendwie verletzt oder so. Ja, ja, das ist richtig. Verletzt wurde er nicht. Ja, man ist halt abgefuckt, wenn man dann dann klebrig ist und mit Mehl überschüttet wurde. Ist klar. Ja. Aber das ist jetzt nicht wie wenn da, überleg mal, es hätte auch anders kommen können. Da hätte auch einer von hinten kommen können, einer von vorne und einer schlägt ihn dann. Das hätte auch passieren können, vor allem wenn die ja zu dritt waren. Ja, das also genau auf sowas wollte ich hinaus. Da ist dieses Teeren und Federn in Anführungsstrichen schon besser gewesen, da er eben keine Verletzungen davon getragen hat. Wie gesagt, hätte sie ihm einen Tritt in den Po verpasst, dann hätte ich ihr das nicht übel genommen für das, was sie sich hat gefallen lassen müssen. Aber ja, war eine kindische Aktion auf der einen Art und Weise, aber es wurde halt niemand verletzt. Und wenn er die Sachen direkt gewaschen hat, weiß ich nicht, ob er dann wirklich einen Nachteil oder die Kleidung da irgendwas von beibehalten hat. Wir kennen ja seine Kleidungsstücke, wir sehen es auch hier. Er kommt gerade aus der Dusche, guck mal auf die Schulter. Ne? Am Ärmel, ja. Das ist. Also, ja. Ich das ist bin so geil. Mir immer nicht so ganz sicher, ob das alles an dem Cola-Mehl gelegen hat oder ob er einfach falsch gewaschen hat oder geschwitzt hat und dann mit dem schweißnassen T-Shirt in der Sonne war, dass das ausgeblichen ist oder sonst irgendwas. Ja. Und Beweis dafür, wie lächerlich die Hater und was für asoziale die Hater sind, ist die Aktion, dass ich im Gegensatz zu ihnen, obwohl dieses Mal kein Zaun, weil die Hater mir immer vorwerfen, oh, da steht ein Zaun zwischen uns. Egal, ob ein Zaun zwischen uns steht oder nicht. Ich stehe meinen Mann, wenn ich es für nötig erachte. Und das habe ich in dem Fall getan. Man steht nicht seinen Mann, wenn ein Zaun dazwischen ist. Das ist genau das Gegenteil von seinem Mann stehen. Ja, ja, aber er wollte jetzt sagen, da gab es ja jetzt keinen Zaun. Er hat sich dahingestellt, voll badass, hat die Arme verschränkt, hat den Scheiß über sich ergehen lassen und hat seinen Mann gestanden. Ja. Und das ist für alle, die das machen. Also bitteschön, ihr könnt das gerne hochladen. Ich werde mir das, sobald ich das mitkriege, ich werde ein paar Leute darauf ansetzen von meinem Freundeskreis. Ja, ich habe Freunde. Werde ein paar Freunde von mir darauf ansetzen, dass die mir das Video, wenn sie es sehen, schicken, dass ich es mir runterziehen kann und bei mir hochladen kann, weil der letzten Endes Geschädigte in dem Video bin ich und warum soll ich da nicht ein paar hunderttausend Klicks davon abstauben? Ich persönlich finde auf jeden Fall, dass das eine extrem kindische Aktion ist und für mich, der jetzt mittlerweile wirklich 30 ist, ist so eine Aktion sowas von unterirdisch und dämlich, dass ich mir da die Mühe gar nicht mache, mich darüber aufzuregen. Deswegen hier eine kleine Info an der Sache. Ich wusste es, ich wusste es nicht, sondern ich habe mir jetzt gedacht, dass so eine Aktion wieder eine Fake-Aktion ist. Es sollte wahrscheinlich Erdbärchen 2.0 sein oder wahrscheinlich schon 3.0 in dem Fall oder in welchem Punkt 0 sind wir mittlerweile? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls ist es wieder irgendeine Aktion gewesen, wo die Leute wieder meinten, oh, wir regen uns jetzt, wir machen jetzt da was, wo es sich wieder drüber aufregt. Wenn ihr so weit schon gehen müsst, um euer Met zu produzieren, weil ihr anders kein Met produziert mehr oder kein Met mehr produziert bekommt,
dann mache ich irgendwas mittlerweile richtig. Und genau das werde ich in Zukunft weiter ausbauen. Ihr werdet euch also darauf einstellen müssen, dass wenn solche Aktionen nicht irgendwie zu jeder Woche passieren, und dann wird es irgendwann auch so passieren, dass ich euch einfach nur fertig mache, weil ich euch anzeige und rausfinde, wer ihr seid. Weil irgendwann reiße ich jemandem mal die Maske vom Gesicht und verunstalle sein Gesicht so, dass er selbst seine beste Mutter nicht mehr erkennt. Seine beste Mutter. Oh, dieses Gehirn ist einfach überfordert, gell? Ja, das Gehirn. Deine beste Mutter. Ja. Er ist, glaube ich, schon ziemlich sauer gerade. Er versucht das noch zu verbergen, aber auch dann passiert das, dass das Gehirn immer wieder aussetzt. Also mehr noch als normalerweise. Und ja, er hat es gerade so schön gesagt, er wird weitermachen. Und er wird auch dieses Video hochladen bei sich. Ich weiß nicht, ob er es dann wirklich gemacht hat und will dann da ein paar hunderttausend Klicks abgreifen. Ja, aber das ist genau das. Das lässt ihn wahrscheinlich hier gerade so ruhig sein. Er erhofft sich davon den großen Erfolg. Er kann sich als Opfer darstellen. In diesem Video ist er ein Opfer. Zumindest für denjenigen, der die Hintergrundgeschichte nicht kennt. Oder Menschen, die das drumherum nicht kennen, würden die das sehen und anklicken, dann würden die denken, der arme Mann, warum lässt man den nicht einfach in Ruhe? Mhm. Ja. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob er das dann selber auch nochmal hochgeladen hat, aber er wird damit keine paar hunderttausend Klicks gemacht haben. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem nicht zu der Zeit. Ja, vor allen Dingen, wenn es das woanders zuerst gab, ne? Ja, ganz genau. Und dann kann mir ja mal einer was sagen dagegen. Weil so eine Aktion ist echt sowas von asozial, kindisch und dämlich. Und wenn ich mich in so einer Situation verteidige und jemanden wirklich blutig schlage, ist die Frage, ob da letzten Endes wirklich ich als Geschädigter oder als Opfer, also ob ich da als Opfer, als Geschädigter oder als Täter dann gelte, ist dann wieder die Frage. Ich persönlich danke euch jetzt fürs Zuschauen. Ich werde euch das Video jetzt hochladen und dann schauen wir mal, was passiert. Wie lange geht denn das Video jetzt schon wieder? Schon wieder fast 20 Minuten. Schon wieder viel zu lang. Ach so. Und übrigens, wenn ihr das nächste Mal so eine Aktion abziehen wollt, dann nehmt irgendetwas, was sich leichter abwaschen lässt. Was sich nicht so leicht abwaschen lässt als das. Weil das ist einfach nur mal kurz mit dem Wasser drüber und ich bin wieder sauber. Sowohl im Gesicht als auch mit den Haaren. Gut, die Haare musste ich mir jetzt das zweite Mal waschen heute. Mag ich normalerweise nicht, weil ich normalerweise nur einmal, zweimal die Woche wasche. Ja, aber da hatten wir es gerade wieder, ne? Lasst euch was Gescheites einfallen, nicht was sich so leicht abwaschen lässt. Ja, so verhält man sich nicht, wenn einem sowas widerfährt. Dann ist man froh, dass man in Anführungsstrichen so glimpflich davongekommen ist. Absolut korrekt. Weil es gesünder für die Haare ist. Aber gut, ging es nicht anders. Kohle an den Haaren ist noch schlimmer, als das, wenn ich es zweimal wasche. Und was habe ich jetzt noch sagen wollen? Spielt keine Rolle. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö tschö. Ach so, ihr sollt, wenn ihr das nächste Mal so eine Aktion macht, dann geht doch einfach her und nehmt irgendetwas, was sich nicht so leicht abwaschen lässt. Außerdem wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn ihr nicht eine Handynummer nehmt, die ich hinterher anzeigen kann. See you later. Jetzt hat er das Gleiche doch nochmal gesagt. Ja, er kann nicht anders. Ja, see you later. Okay. Das war die erste Nachbesprechung. Das war das Video. Er wird sich noch weitere Male dazu äußern. Von zwei Streams weiß ich. Ich muss mal schauen, wie gehaltvoll die sind. Ob dann beide gemacht werden oder nur der eine. Sollte es noch mehr geben, es hatte mal ein Zuschauer reingeschrieben, dass es drumherum noch mehr gab, dann könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Also wie gesagt, mir sind zwei Streams bekannt, aber da muss ich erstmal schauen, wenn die beide das gleiche beinhalten, braucht man natürlich nur einen behandeln. Ja, was meinst du? Seine Sicht der Dinge. Keine Ahnung. Es ist halt der typische Rainer, alles was die Hater machen, ist kindisch. Er verklagt sie, die Hater sind dumm. Mhm. Also Standard. Ja. Oder Standard reiner Talk halt. Ja, und das hatten wir vorhin auch schon mal thematisiert, das Bärchen hat das nicht gut gemacht. Doch, das hat sie. Und wie gesagt, die Geschichte war an vielen Stellen stimmig.
Es gab so ein paar kleine Knackpunkte, aber im Großen und Ganzen und das über diesen enormen Zeitraum, fast 4 Monate, also 3 waren es mindestens, kann man nichts sagen. Sie war an einigen Stellen nicht sympathisch, in meinen Augen, meines Erachtens, aber nichtsdestotrotz, der überwiegende Teil war okay und sie hat eine Engelsgeduld bewiesen, weil er eben auch so wahnsinnig anstrengend ist. Das ist ja kein Mensch, mit dem man den Kontakt sucht oder sich freut, wenn der sich meldet. Nee, absolut nicht. Und jetzt überleg mal, wie viel Stunden an Videomaterial wir jetzt mit diesen Leaks hier produziert haben. Ja, und wie viel Zeit sie da investiert hat. Ja, ganz klar. Da so eine Nachricht zwischendurch ist mal eben schnell geschrieben oder so. Die hat dann ja nicht stundenlang zwingend an diesem Handy gehangen, aber ja. Nein, mir geht's allgemein so darum, wegen dem, was er gesagt hat, Ach so. dass die Hater ja so dumm sind. Aber guck mal, was wir jetzt aus diesen, Ja, ja, klar. paar Stunden gemacht haben an Content Ja. für YouTube, Ja, der hier ja. sogar sein darf. Ja. Ja, stimmt. Ja, er hat ja wohl gedacht, das haben wir ja eben auch schon mal angesprochen, er hat ja wohl gedacht, dass nur diese Mail-Attacke im Internet erscheinen wird und nicht dieses drumherum. Ja, gut. Dann danke ich dir abermals. Bald hast du es Ja, kein geschafft mit Problem. den Cola-Bärchen. Ja, mal sehen, was dann als nächstes kommt. Ja, da gibt's schon was. Okay, ich bin gespannt. Ja, möchtest du dich zuerst verabschieden oder soll ich? Ich mach. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr über die ganze Zeit dabei wart, obwohl es ja noch nicht zu Ende ist. Wie gesagt, die Streams kommen noch. Und ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch vielen lieben Dank an euch. Ich verabschiede mich jetzt auch an dieser Stelle, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.